Wagen mit dir, ne? Ha? Deine Wagen vom Baum erschlagen, jetzt kriegen wir den wieder so mit. Ist ja nicht so, dass wir noch drei oder vier andere haben. Verschwinde doch mal. Ich hab ihn erst hin. Die werden allmählich wirklich lästig. Also wie gesagt, normalerweise kein Problem, wenn da mal ab und an ein bisschen Action ist, aber wenn es jetzt mittlerweile Dauerzustand ist, ist das echt fies. Oh, da sind die nächsten zwei kleinen. Nicht. Und der nächste große, den höre ich auch schon wieder. Die Mauer, wenn wir dann immer die Mauer mal fertig haben. Wobei das dauert immer noch. Wir haben noch 309 Bäume oder Baumstämme. Da zählt aber die Decke im Haus mit dazu. Ja gut, aber die Mauer braucht trotzdem, keine Ahnung, 280 oder 270. Ich glaube, die Decke lag so bei 80, glaube ich, ne? Weil Ja, 70, oder so. 80 Hölzer, ne? Kann auch sein, ja. Oder 90 oder so. Dann sind sie jetzt immer noch. Na gut, zwar, ich denke mal so zwischen etwas über 200 brauchen wir noch. Bis wir dann die Mauer ganz fertig haben. Wobei schon. Ich habe die einmal rund umgezogen, ne? Also wie gesagt. Und es wäre Ja, noch ich schaue nicht. gleich oben mal eine Dynamitstange. Oh, Hier muss oben man stehen dann. sie echt viele. Also jetzt, wo ich ein bisschen reinziehe, jetzt gerade Richtung alte Base, stehen echt viele noch. Warte mal, ich muss mal gerade ein bisschen Energie tanken, sonst kann ich hier nicht weitermachen. Ach, getrockneter Hase, okay, abge. Nee, warte mal, wollte ich eigentlich nicht machen, ich wollte es ablegen. Oh, das war nicht so eine gute Idee. Ich habe was Verdorbenes gegessen, das ist nicht so gut. Das habe ich zu spät gesehen, jetzt geht's wieder. Warum machst du das denn? Ich hab's übersehen, dass er noch verdorben drunter stand. Also ich hatte mich verdrückt. Eigentlich wollte ich ihn Das ist ablegen und bin auf schwer. Essen gekommen, was wir sehen. Ach, hier ist auch schon wieder was Großes. Na gut, besser verdorben als nichts zu essen, ne? Ja, ich muss mich mal gleich wieder ein bisschen eindecken. Mit Fleisch. Ich habe gerade mal ein bisschen Bein gegessen. Lecker. Na gut, hatte ich letzte Woche auch. Also vom Schweinchen. Oink, oink. Schön lecker Haxe. Haxe, Faxe. Oh, Oh, das ist lecker. aber nett hier. Na, ich hänge fest. Ja, war, muss einfach mal sein. Hier, dieser blaue Armtyp, der fällt hier gerade Bäume. Das finde ich super. Das ist schön. Das ist praktisch. Den sollten wir zähmen. Geht das überhaupt? Also die Viecher zähmen? Nee, geht nicht, ne? Glaube nicht, ne? Schade. Boah, der hat jetzt hinten mal so ein paar Bäume gefällt. Ich versuche den jetzt mal so ein bisschen durchzulotsen. Vielleicht. Das wär echt praktisch, wenn wir das könnten, ne? Dann würde halt, wie gesagt, dezente Arbeit sparen. Der ist sauer.
Wäre grün und nicht blau, dann könnte man ihn als Hulk, könnte man Hulk nennen. So. Und da hat er den nächsten Schuss zu tun. Sauber. Ganz praktisch. Aber der verliert irgendwie sehr schnell seine Akku. Der was? Der bleibt nicht ganz so lange irgendwie. Der rennt nicht ganz so lange hinter einem her. Drei Schritte und dann war es auch schon wieder. Ja. What the fuck? War das bei dir gerade auch so, dass der Baum sich so gedreht hatte? Das passiert manchmal, wenn du die nicht im Idealfall mitnimmst. Dann dreht er sich, glaube ich, nochmal kurz um die eigene Achse, bevor der dann fällt. So, Bäumchen fällt wieder um. Der hat gerade auch noch einen kaputt mitgenommen, der hier stand. Der jetzt gerade gefallen ist. Da stand irgendwie noch ein Baumstumpf oder so. Warte mal, wo ist denn der zweite hingefallen? Ich höre ihn nur. Ach, da hinten ist er. Ja, irgendwie, der hat jetzt gefühlt irgendwie 30 Pfeile schon drin und der steht immer noch. Jetzt ist er tot, oder? Ja. Ganze Scheide da wieder rausnehmen. Dreimal mit der Axt in den Arsch gekloppt, da geht das. Ja. Ungefähr 15 Pfeile habe ich ja schon wieder rausgeholt aus dem Typen. Da sind immer noch welche. So, aber er hat hier ein paar Bäume gefällt, ne? Ist doch ganz praktisch. Ja, spart für uns wieder Energie und so. So. Die liegen zwar jetzt ein bisschen verteilt hier rum, aber was soll's, ne? Mauer ist ja direkt daneben. So, ein paar Beeren. Ach, da ist schon wieder so ein kleiner. Fällt. Jetzt wird schon wieder dunkel, ne? Ich war schon mal wieder zum Haus, dass wir gleich wieder pennen können. Ja, ich komme alle sofort. Zusammen in einem Bett. Yay! Wird zumindest nicht kalt in der Nacht. Ich mir aber angucke, wie klein die Betten hier sind, da kann das interessant werden. Soll vorkommen. Dann setze ich ihm kurz die zwei Dinger noch ein. Dann komme ich sofort. Ich habe ja auch noch ein paar Baumstämme, die in die Häuser einlegen wollen. So. Kommen wir jetzt mal rüber. Vor allem siehst du dann auch nicht mehr, wo du gerade hintrittst. Wir bräuchten mehr Lampen eigentlich tatsächlich. Mehr Licht. Da liegen ein bisschen Hartbäume. Doof, wenn man nicht weiß, wo man weiterkommt.
wo man durchkommt. Weil wir alles ja zugemacht haben mittlerweile. Hilfe? Ja, man hätte ein paar. Mehr Tore machen sollen. Mhm. Ja, vor allen Dingen mal die Eingänge ein bisschen beleuchten müssen. Das müssen wir machen, gleich wenn wir mal auf im Taktmodus wieder sind. Also ich bin unten schon mal am Bett. Naja, ich komme jetzt sofort. Wir haben dann immer eine, doch eine Lücke am Zaun gefunden. Ich muss mal los, wenn ein bisschen Dynamit holen. Mhm. So komme ich an das Bett nicht ran hier. Wir könnten sonst auch alle los, da kommen wir auch an der Höhle vorbei, wo das Katana-Schwert drin ist. Wir können auch mal wieder eine kleine Höhlenexpedition weiß, machen. Ja, ne? Falls ihr das auch haben wollt. Ja, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Ja, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen angefangen, kommen jetzt mal eine kleine Höhlenexpedition machen, klar. Weil da, wo das Schwert drin ist, doch, da kann man den Gegner umlaufen, um an das Schwert zu kommen. So, ich habe nochmal getrunken und gegessen, also ich wäre bereit. Leute, wir kriegen schon wieder Besuch. Das kommt wieder zwei auf uns zu. Was hast du denn hier? Der brennt irgendwie an den Fingern. Aua, da kam noch einer hinterher. Den habe ich in die Falle gerannt rückwärts. Ah, okay, das kannst du erklären. Das ist klar. Falle umschlagen, hat nicht geklappt. Hat zwar die Falle aktiviert, ist aber dran vorbeigelaufen. Hm.